Thorsten Schilling inszeniert ein Theater mit und für Jugendliche im Brunecker UFO. Ganze Tage, ganze Nächte. So der Titel des Stücks von Xavier Duranger, das kürzlich im Brunecker UFO zu sehen war. Jugendliche aus Brunecker Oberschulen hatten es in 7 Wochen einstudiert. Es sind Momentaufnahmen von jungen Menschen. Duranger nennt es Polaroids, dass er sozusagen so Momente der Befindlichkeit und der Gedanken und Sehnsüchte von Jugendlichen einfach in Kurzszenen gefasst hat. Der Himmel geht auf, Leben erwacht. Man spürt etwas kommen. Die Luft ist wie neu. Alles verwandelt sich langsam. Mauern schwitzen. Wege werden rutschig. Fenster dichter, Straßen kürzer. Ja, also wir können gerade von ausgehen haben, also von einem Maturaball. Und das soll eben, wir wissen immer genau, sind wir in der Kindheit, sind wir schon am Übergang zum Erwachsensein. Also wir können sie noch, sind so einen alten Spielplatz haben und ja, das ist die Geschichte so. Ich kaufe Cremes und alles, Lippenstifte, um den Mund größer zu machen. Push-ups für oben, Mieder für unten, Brust raus, Po rein. Aber es nützt alles nichts. Kein Schwein merkt sich Silvia. Ich glaube eben, dass es interessant ist, dass das so Sätze sind, die für jeden kennen. Aber mir, der eigentlich als eigener Charakter, den wir auf der Bühne darstellen, ganz persönlich färben kann und beleben kann. Und das sind ja viele Sachen, die was man da hört, da kommt man ja wirklich viel. Ja, das kenne ich, oder? Ach, so ist das. Ich stürzte mich auf die Liebe wie eine geladene Waffe. Die Kugel aus einer MG. Eine verirrte Kugel. Und ich wartete, dass sie einschlug. Egal wo, egal bei wem. Und dann traf es dich. Ich. Ja, dich. Man wüsste, was das kostet! Die Jacke hier hat 650 gekostet! Und wisst ihr, was dieses Kleid kostet? 515! So. Und wisst ihr, was meine Schuhe kosten? Meine Schuhe? 130! Nein, 140! Ich finde, wenn es was Tolles ist, nachher gibt man einiges aus, damit man das kriegt, damit es sein Eigentum ist. Und wisst ihr, was das kostet? Meine Höschen! Also es sind Themen, die Ihnen naheliegen, die Sie kennen, die Sie im Alltag kennen, die Sie... Natürlich, weil sie alle selbst so an der Schwelle zum Erwachsensein ja stehen, so in der Matura-Zeit. Und das, deswegen, glaube ich, ist das ein ganz guter Griff, dieser Text, weil das, glaube ich, sehr viel Ehrlichkeit auf der Bühne gibt. Ich will was erleben, etwas Interessantes. Es muss lodern. Es brennt aber nicht. Nichts lodert, nichts prickelt, nichts kitzelt den Geist. Umweltschutz ist wirklich wichtig und das so andere Sachen, Politik und so. Man einfach vielleicht, weil man da nicht wirklich drüber redet, nur denken die Menschen einfach, okay, den Jugendlichen ist das komplett egal. Und ich finde es halt schade, weil leider weil wir nicht allem drüber reden und nicht allem großen markieren müssen, heißt es nicht, dass wir uns nicht drüber Sorgen machen. Mir ist scheißegal, was in der Welt passiert. Das denkt ihr doch, oder? Das denkt ihr doch! Nicht eine Produktion nur für Jugendliche, auch nicht für jugendliches Publikum, sondern sehr wohl für Erwachsene, weil die sich da auch wieder erkennen, weil man sich erinnert an die Zeit, wo man selbst in diesem Alter war, beziehungsweise auch, was man manchmal für eigene Träume und Hoffnungen auch verschüttet hat. Es gibt ganze Nächte, in denen ich nicht schlafe. Ganze Nächte, in denen ich nicht schlafe. Ganze Nächte. Ich schaff's nicht. Ich wälze mich herum, ordne meine Gedanken. Meine Gedanken. Es gibt ganze Nächte, in denen ich nicht schlafe. Ganze Nächte. Ich schaff's nicht. Es gibt ganze Tage, an denen ich an dich denke. Ganze Tage. Nur an dich.